Moin moin, sorry für den Clickbait-Titel, aber diesmal ist es ein ernstes Video. Es gab wirklich eine geheime Änderung im Patch mit großen Folgen seit Season 3 und die Auswirkungen sind euch vielleicht schon aufgefallen, aber ihr wisst vielleicht nicht so ganz warum und ich habe das erforschen rausgefunden jetzt genau, woran das liegt im Livestream und das möchte ich heute mal teilen. Es geht nämlich ums Leben und bei mir ist es so, ich habe immer meine Grenzwerte gehabt, wie viel Leben für Weltstufe 3, wie viel Leben für Weltstufe 4. Und diese Season habe ich irgendwie problemlos meine Ziele immer überschritten. Ich habe immer viel mehr Leben als jemals zuvor gehabt. Und das ist alles eine Auswirkung von dieser Änderung. Und gerade bei Endgame-Builds, gerade so beim Barb, werdet ihr das natürlich merken, wie viel mehr Leben man da jetzt haben kann. Und das betrifft jede Klasse. Die eine mehr und die andere weniger, aber jede Klasse profitiert enorm davon in dieser aktuellen Season. Und so wird es sicherlich auch bleiben, weil das nicht mehr zurückgeändert wird. Und da muss ich mal ganz kurz ausholen, ich habe schon mal in einem Video drüber geredet. Ich erkläre jetzt erstmal ganz kurz, wie es vorher funktioniert hat. Es gibt diese Lebensknoten oder generell Quellen von prozentualem Leben, das sind Rubine. Das sind beispielsweise hier 18%, wie gesagt Paragon-Knoten ganz viele oder auch hier zum Beispiel Verhängnisbringer. Der gibt auch prozentuales Leben. Und diese ganzen Zahlen werden nicht einfach addiert. Also sowas vorher auch schon, sondern die werden alle nacheinander berechnet. Also erst werden die 2% verrechnet und die nächsten 2% werden erst mit dem Ergebnis von davor verrechnet. Dadurch kriegst du viel mehr Leben, als wenn du die einfach nur addieren würdest. Nur ein Beispiel jetzt bei meinem Barb. Der hat, wenn man alle diese Quellen addiert, 129,4% mehr Leben. Aber so wird es ja nicht berechnet, sondern es wird nacheinander berechnet und da kommt es zu der Zahl 231%. Also über 100% mehr, einfach nur, weil das nacheinander berechnet wird. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ihr müsst diese Sachen hier, wenn es geht, wenn ihr nicht viel aushaltet, dann immer mehr diese Lebensknoten mitnehmen. Und selbst die ganzen kleinen hier, die 2%-Dinger, die machen immer richtig viel. Und dann gab es vorher aber noch eine andere Quelle von Leben und das war die hier auf Items. 1209 maximales Leben. Und die Eigenschaft, habe ich dann immer gesagt, ist zwar in Weltstufe 3, und 4, wenn man da hinkommt, sehr, sehr wichtig, aber je länger man spielt, desto unwichtiger wird die, weil die früher immer nur addiert wurde zu deinem Leben und diese ganzen prozentualen Boni wurden nicht auf das Leben, was da steht, angerechnet. Das heißt, 3700 Leben, in Season 2 beispielsweise hätte ich jetzt den Ring angezogen, hätte ich 31.900, einfach nur drauf addiert. Und das ist eben dann als Eigenschaft auf manchen Items nicht mehr gut, weil es da bessere Alternativen gibt. Und das haben sie jetzt geändert. Dieser Wert hier, diese 1200, werden jetzt auch mit diesen ganzen prozentualen Quellen verrechnet. Und auch so, wie ich es gerade gezeigt habe, also nacheinander. Und was würdet ihr schätzen, wenn ich den Ring jetzt anziehe? Wie viel Leben bekomme ich dann? Ja, 1200 Leben, zack. Ich habe 4000 Leben dazu bekommen von diesem Ring, der eigentlich nur 1200 gibt. Der Unterschied jetzt bei diesem Barb, das ist ein bisschen extrem, der hat viel Leben, ja. Aber in hohen Dungeons war das nun mal wichtig. Der Unterschied also durch diese Patch-Änderung, einfach nur bei dieser einen Zahl, war 2800, die ich jetzt mehr bekomme. Also mehr als das Dreifache jetzt bei diesem Barb. Bei euch wird das eine andere Zahl sein. Wenn man diesen Verhängnisbringer nicht trägt und so weiter, dann ist es eine andere Zahl. Aber jetzt stellt euch vor, Shaco, also Harlekins Krone, die gibt auch, ich glaube sogar 2000 Leben. Das würden bei mir dann hier bei dem Barb wie viel werden? Ich kann nicht so gut rechnen. Ich habe 230% mehr, also über 6000 mehr Leben hätte mir die gegeben. Oder Großvater, der gibt glaube 4000. Da hätte ich über 10.000 Leben bekommen, alleine durch einen Großvater. Und das ist ein heftiger Einfluss, denn dann kann man viel mehr andere defensive Eigenschaften weglassen. Wenn man dann solche Uber-Uniques irgendwann mal hat, wenn ihr zu den Glücklichen zählt, dann habt ihr irgendwann so viel Leben, dann braucht ihr vielleicht doch nicht mehr so viel Rüstung oder vielleicht so viel Schadensreduktion vor allem. Rüstung ist immer noch wichtig, aber sowas wie Schaden durch entfernte Gegner, dann kann man da vielleicht nochmal drauf verzichten und doch ein bisschen mehr offensive Eigenschaften wieder reinnehmen. Es ist dadurch also deutlich leichter geworden, gerade im Endgame und vor allem dann auch in den hohen Dungeons. Und ich finde die Änderung aber gut, weil die für mich vorher auch absolut gar keinen Sinn ergeben hat, diese Lebensformel. Also warum wird das addiert, diese 1200? Und warum werden meine prozentualen Boni da nicht draufgerechnet? Also ich habe das vorher nie begriffen, warum es so ist. Und ich bin froh, dass das geändert wurde, denn jetzt hat die Eigenschaft dadurch viel mehr Relevanz bei Endgame-Builds und
ich kann auch in meinen Guides wieder reinschreiben, dass das eine tolle Eigenschaft ist, die man mal mitnehmen kann und nicht die irgendwo weiter unten bei der Prio-Liste einordnen. Deswegen finde ich es ganz gut, also das musste getan werden, die Änderung, auch wenn das Spiel dadurch ein kleines bisschen leichter wird, einfach nur, weil es logisch ist für mich. Jo, das war es auch schon mit dem Video, kurz und knapp. Ich hoffe, ihr könnt mir den Clickbait verzeihen, weil ich jetzt immerhin schnell mit den Infos rausgerückt bin. Und damit melde ich mich auch ab. Ich werde das Video jetzt nicht auf über 8 Minuten strecken, denn das ist die Länge, wo man Werbung noch reinschalten kann. Ich werde es jetzt einfach trotzdem schon beenden. Macht's gut.